Leute, Leute, ja, damit willkommen zurück zu Thief. Tja, ist doch jetzt einiges passiert. Die Bettlerkönigin, von der ich fast schon glaube, dass sie die Baronin ist, gewesen ist, irgendwie so etwas, hat uns aufgesucht. Hat uns viel verwirrendes Zeug erzählt. Wir sollen die Stadt retten. Wir sind eine Art Heiland. Wir sollen Orion finden, um ein fehlendes Stück des Fokussteins zu finden. Dann sollen wir die Urkraft aus Aaron herausziehen. All das sollen wir tun, denn wenn Aaron stirbt, stirbt die Stadt. Kurz gesagt, Aaron ist nichts weiter als eine sprechende Atombombe. Zumindest halt eben irgendwie ist sie eine Bombe. Also nicht richtig, aber die Urkraft ist eine Bombe. Die steht im alten Viertel. Sie ist verlassen, seit die Leute zurückdenken können. Euch für immer. So. Es ist nicht zu spät, Freunde. Empfangt die Dämmerung und kommt zu uns. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte, denn wir müssen mal kurz bei der Bettlerkönigin vorbei. Welche? Wo warst du? Wo war sie? Hier? Nee. Verdammt, wo war sie nochmal? Hier, da oben. Also, da lang. Die Stadt verändert sich. Ein neues Zeitalter dank Orion. Ja, halten ran. Wir haben gesehen, was passiert, wenn du dieser Orion glaubst. Mordlistende Affen. So. Scheint keine wir Wachen mehr unterwegs zu sein. Und die meisten unserer Zehn. Da geht's für mich also schon mal nicht lang. Aber ich glaube, hier unten sind wir lang gekommen. Ja, genau. Nö, das wollte ich eigentlich nicht. Aber war es doch oben am Fenster? Wir können ja mal gucken. Huch, nein, 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 nein. Da, genau. Ich werde krank, das spüre ich. Komm. Auf, genau. So, und kommt man nicht hier irgendwo raus? Da, genau. Dann gucken wir erstmal, ob wir uns noch ein paar Fokuspunkte holen können. Es wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Danach sollten wir auch mal gucken, von wegen Ausrüstung, ein stärkerer Bogen und ich brauche dringend Pfeile. Solche Sachen sind jetzt gerade bei uns von Belang. Gucken wir noch. Journal, wo haben wir's? Karte ansehen. Ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Na gut. Ups, das war scheiße. Wenn ich nicht aufpasse, endlich als Rattenfutter. Du wirst auch bald als Rattenfutter enden. Was haben wir hier überhaupt für welche? Wachen? Götzen? Egal, ist dasselbe Pack. So, guck nur auf die Karte. Bin ich mal gekommen. Ein Einkauf wäre erstmal gar nicht mal so verkehrt. Schon, lass mich dich warten. Immerhin haben wir große Dinge vor. Und hin. So. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ach, da hinten scheinen irgendwie Wachen oder sowas zu sein. Na, können wir mal kurz gucken, vielleicht finden wir hier... Händler, Händler, Händler. Komm schon. Alles verbrannt. Sie haben alles verbrannt. Ah, das wissen wir. Toll, hä? Eure Revolution. Hier unten. Was so?
Hi. Aber um dich kümmere ich mich gleich. Brauchst du etwas? Ja, tue ich. Aber wir brauchen erstmal Equipment. Und dafür ist Mantelkumpel da. Etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Das ist doch mal sehr schön. Was wir brauchen. Das ist teuer. Erstmal Pfeile holen. Der hat nur 3? Sowas Elendes. Ha. Was ist denn das? Kann ich mir nicht mal ansatzweise leisten. Na gut, wir kaufen uns erstmal das. Wir können mal kurz bei Basso gucken, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen kleinen Auftrag, mit dem sich ein bisschen Knete machen lässt. Für euch habe ich immer geöffnet. Wissen wir doch, wissen wir doch. So, Basso, erzähl mal. Ich sehe dich, weißt du. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Na, geht doch. Was nehmen wir denn da mal? Seht ihr. Wir haben einiges nachzuholen. Bei einem Glas. Ha, vielleicht zahle ich sogar die erste Runde. Du schaffst das, kein Problem. Na klar, schaffe ich das. Geht's schief, kennen wir uns nicht. Ja, schon klar. Seht her, ich habe etwas für euch. Gruselig. Wir können eigentlich auch mal alle anderen Aufträge annehmen. Ist ja egal, ob wir die jetzt hier machen oder nicht. Hauptsache, wir haben es erstmal mit. Hast du etwas vergessen? Ja, annehmen. Du hast echt Mut, wenn du das machst. Ja, ist schon gut. Du schaffst das, kein Problem. So. Schnelles Gold für einen wie dich. Kleinigkeit für den besten Dieb der Stadt. Lass dich nicht erwischen. Nein, nein, keine Sorge. Viel Glück, Garrett. Den hätte ich auch genommen. Du schaffst das, kein Problem. Natürlich. Das wird sich lohnen. Den hätte ich auch genommen. Kleinigkeit für den besten Dieb der Stadt. So, einfach mal alles, alles rein. Schnelles Gold für einen wie dich. Keine Billigaufträge. Das ist die Besso-Garantie. Okay. Wie kann ich euch helfen? Du hast echt Mut, wenn du das machst. Das wird sich lohnen. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Du hast echt Mut, wenn du das machst. War's. Lass dich nicht auf frischer Tat erwischen. Oh, jetzt ist doch mein... Das ist doch jetzt etwas voll geworden. Was ist denn als nächstes dran? Nehmen wir gleich den hier. Ah, das schaffen wir uns echt mal als allererst den allernächsten. Schließlich geht es jetzt ja erstmal nicht darum. Ah, scheiße, wir kommen mal. Ich glaube so. Das klingt doch ganz gut. Komm. So.
steht einer. Ist ja besonders lukrativ. Was haben wir hier? Füller. Das ist alles nicht sowas, was ich suche. Was haben wir denn hier? Orion wäre stolz auf mich. Letzte Nacht bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern von den Götzen auf die Straße gegangen. Ich habe Vorräte aus jedem Laden in den Nebengassen gestohlen, den ich finden konnte. Jetzt ist alles im Keller eingesperrt. Die Kombination ist 677 oder 76 oder so ähnlich. Ich habe mich immer für einen friedlichen Menschen gehalten, aber die Unruhen machen etwas mit deinem Kopf. Seit ich Orion kenne, ist alles irgendwie schwammig. Und dann holen wir uns doch mal was zurück. Also. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts weiter, oder? Fokus sagt nein. Das heißt leise sein. So. Ich bin kein Freund von euch Götzen. Aber das wisst ihr, glaube ich, schon. Und du? Du wirst etwas abgedunkelt. Schlossknacken. Kleinigkeit. Na? Geht doch. Werfen wir mal einen Blick in den schönen Keller. So geht's aber hier. Die Anzeige scheint es doch ein bisschen. Oh. Uff. Scheint keiner hier zu sein. Ist schon in Ordnung. Falls doch jemand fix vorbeikommen sollte. Ach, guck mal einer an. So. Ich lass mich doch nicht verarschen. So, jetzt gucken wir mal, wie die Kombination genau ist. Wir probieren es mal mit 766. Nein. Dann probieren wir es mal mit 677. Nein. Dann probieren wir es mit 667. Nein. Dann probieren wir es mit 766. Nein. Also. Ein Büchlein. Später überprüfen. Weg des Barons. Barons Wohnung. Irgendein Schwarzkittel namens Olli hat während der Unruhen um sein Leben gebettelt. Er sagte, er hätte ein Beutelager, das man erreicht, wenn man ein Gemälde ins Auge sticht. Huch. Ich habe den Miskerl trotzdem erledigt, glaube aber dennoch, dass er die Wahrheit gesagt hat. Das ist doch mal ganz interessant. In dem Spiel gibt es eigentlich schon eine Menge zu entdecken, aber ich bin doch eher wirklich an der Story interessiert. So, aber wir werden nochmal einen Blick hier reinwerfen. Wer weiß, wo wir da rauskommen.
So, was sind wir denn hier? Licht, geh nochmal an. Was ist das? Ich versteh's nicht. Vielleicht fehlt mir einfach noch das notwendige Werkzeug. Vielleicht ist das Spiel doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Das regt mich gerade jetzt ein bisschen auf, aber man kann ja nichts machen. Immerhin haben wir ja ein bisschen was erbeutet. Dann können wir Basso seinen Füller zurückbringen. Ne, seine Schachfigur. So. Gut, und da unten ist niemand von Belang. Haben wir noch was direkt in der Nähe? Lass mal kicken. Nee. Ah, wir sind in der Nähe der Bettlerkönigin, gleich hinter. Bettlerkönigin! Ich komme. So. Hoffentlich hat sie was für mich. Ein Fokuspunkt wäre ganz praktisch. Scheiße. Du scheinst etwas zu wollen. Ja. Was beunruhigt dich? Auf Fokuspunkte. Vielen Dank, Garrett. Lass uns kurz reden. Schweigen ist Gold, Garrett. Aber sprich frei heraus. Okay. So, für den nächsten brauchen wir dann 800. Wir werden uns wiedersehen. Das kriegt man dann, glaube ich, relativ schnell hin. Den einen können wir jetzt erstmal verteilen. Wo haben wir es? Fokus Upgrades. Was machen wir denn da? Nimm mal das. Ja, ganz so viele brauche ich eigentlich nicht mehr, aber ein paar sind es doch noch. So, hier sind ja keine Wachen unterwegs, glaube ich. Da können wir einfach durchrennen. So, wenn ich jetzt einfach... Nee, ich kann einfach keine hilflosen Leute schlagen, okay? Das habe ich bis jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber man muss ja immer mal ein bisschen... Nö. Nee, ihr seid nett. Ihr seid lieb. Ja. Wir können ja erstmal Basso seine Figur zurückbringen. Dann haben wir das schon mal weg. Was doch? Was will ich? Es gibt nichts mehr, Garrett. Die Stadt ist sauber. Hä? Du wolltest doch deine Figur haben. Verrat. Scheint schon gekannt zu haben. So. Ob wir hier oben noch irgendwas drin finden? In der Taverne? Oder war die... Ah ja. Nö.
Nö. Nö. Oh, hier. Seht euch um. Die beste Ware der Stadt. Ja, das glaube ich dir ja alles. Aber... Du solltest mal deinen Bestand ein bisschen auffrischen. So. Kommt bald wieder. Ja, ja, das machen wir. Wir suchen uns jetzt immer schnell einen kleinen Auftrag oder wir machen mit der Hauptstory weiter. Was mache ich denn jetzt nur? Ich würde sagen, ich hole mir noch einen kleinen Auftrag, denn ich will Knete. Was haben wir denn noch so Schönes? Direkter Umgebung? Ja, doch, da. Wir können eigentlich auch mit der Hauptstory weitermachen. Viel mehr Pfeile werde ich jetzt auch nicht kriegen und dann muss ich halt eben mal ein bisschen weniger mit Pfeilen halt eben rumaßen. Denke ich, irgendwo wachen noch? Ich sehe nämlich nirgendwo welche. Wie war denn das jetzt eigentlich mit der Karte? Ach, hier ist auch gleich noch ein Auftrag. Da könnte man doch eigentlich mal... es gibt doch noch welche. Mir knurrt der Magen. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht. Ja, das Brot war schimmelig, aber es war immerhin Brot. Oh ja. Er wurde gehängt wegen. So, nee. Müssen also da oben irgendwie reinkommen. Wer ist da draußen? Niemand. Ich höre Schritte. Ach, verdammt, hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Ich bin neuerdings so müde. So, muss ich hier vielleicht... Ah, ja. Das könnte doch was sein. Nein, das war nicht 7. Nee, 8. So. 10. Und Tap. Komm ich von hier aus irgendwo weiter? Ah, sieht fast nicht so aus. Ah! Sehr schön. Was haben wir hier? Gemäldebestellung. Mr. Montanesi. Ach, das ist der, der die ganzen Bilder malt. Vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne 7 Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy Methanenkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erkleckliche Summe Geld wert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens hier eine unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Unter dem Brief befindet sich eine grobe Skizze, die ein Mann, vermutlich Lord Abercrombie, bei diversen unbeschreiblichen illegalen Tätigkeiten zeigt. Erstmal hier. So. Geldbörse. Was haben wir hier? Mr. Montanesi. Hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hanfield. Unter dem Brief befindet sich die Skizze einer Strohpuppe in der Henkerschlinge, auf deren Brust der Name Hanfield geschrieben steht. Ja, so ganz scheint das nicht verschmerzt zu haben. Aber wir scheinen hier wirklich in dem Haus des Malers zu sein. Oh!
Ein schönes Stück. So. Jetzt guck mal hier nochmal kurz. Was finden wir hier? Ach so. Oh. Gut, das war anscheinend der Auftrag schon. Nicht besonders ergiebig. Da oben haben wir noch einen. Halt den Rand. Ah ja. Was es hier gibt. Ich muss mal langsam den Verband an meiner Hand wechseln. Ah, das sieht doch schon ein bisschen edler von der indischen Ausstattung aus. Das Stadthaus der jungen Dame kommt mir vor wie ein Vogelkäfig. Oh, die schläft sowieso nicht, aber. Ist sie tot? Nee, die bewegt sich noch. Wahrscheinlich der Vater oder der Wächter, ich weiß es nicht. Aber man hat nachts in dem Bett einer jungen Dame nichts verloren. Was dürfte er jetzt gelernt haben? Ich bin da von ganz anderem Naturell. Mich interessiert die junge Dame eher weniger, sondern vielmehr ihr Besitztum. Das war's schon. Gut. Dann werden wir hier nochmal schnell das ein oder andere schöne Stück finden. Hm. 4 Schlosspunkte. Na, mal sehen, was wir da drin haben. Ein Flachmann. Ich habe so eine leichte Befürchtung, dass es sich hier nicht großartig lohnen wird. Na toll, noch eine Teekanne, Teetasse. Sieh an, was haben wir denn da? So, und? Ah, elendig. Das war's schon. Ja, das war's schon. Na dann, gucken wir mal kurz hier raus. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Gut, in dieser Ecke verharren wir. In der nächsten Folge werden wir auch nochmal ein paar Aufträge lösen oder machen mit der Hauptstory weiter. Das entscheide ich dann einfach beim Münzwurf. Tja, das war's schon mit der Folge. Leute, wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Das ist dann Teil 26. Beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, das ist dieses Mal Teil 23. Da habe ich mich etwas geirrt, denn das war gerade Teil 25, wenn ich mich nicht ganz irre. Leute, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.